Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun? Die Wahlen in Deutschland sind Punkt. Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident, die deutsche Bundespräsidentin? Er sie Punkt. Was ist die Bundeswehr? Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, Punkt. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen, wir sind das Volk? In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich? Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? Was macht ein Schiff für eine Schiffin in Deutschland? Esi Punkt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied. Punkt. Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt? Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? Was bedeutet aktives Wahlrecht in Deutschland? Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders geschützt. Wie heißt dieser Schutz? In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am Punkt. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen. Punkt. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind Punkt. Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle Punkt. Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? In der DDR lebten vor allem Migranten aus Punkt. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch Punkt. Wie wird der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 allgemein genannt? Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Welches ist ein Landkreis in Schleswig-Holstein? Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das? Die deutschen Gesetze verbieten Punkt.